Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Tutorial geht es um die Leistungsanpassung der Skelettmuskulatur. Eine wesentliche Funktion der menschlichen Skelettmuskulatur ist, man kann den Muskel an- und entspannen. Diese Anspannung bietet gleichzeitig einen Schutz für unseren Körper. So werden im Boxsport beispielsweise die Bauchmuskeln angespannt, um den Schlägen des Gegners zu widerstehen und das Bauchinnere zu schützen. Außerdem hat die Skelettmuskulatur eine stabilisierende Wirkung, denn sie stabilisiert den menschlichen Haltungs- und Bewegungsapparat. Wenn uns zu kalt ist, fangen wir oft an zu zittern. So aktivieren wir unsere Muskeln, die uns mit Wärme versorgen. Ohne Muskeln könnten wir uns nicht fortbewegen. In mechanischem Kontext sind sie die Ursache, die unseren Körper beschleunigt und bremst. Denkt man ein wenig weiter, so wird man feststellen, dass der Muskel ähnlich einer Feder arbeitet. So entspricht die Arbeitsweise des Beines ähnlich der einer mechanischen Feder. Jetzt widmen wir uns der Frage, wie denn eigentlich das Zellinnere eines Muskels aussieht. Oben abgebildet sehen wir eine Muskelfaser. Diese besteht aus einer Vielzahl von Myofibrillen. Zwischen den einzelnen Myofibrillen befinden sich die Mitochondrien. Dort erfolgt die Verbrennung der Nährstoffe. Die bei der Verbrennung gewonnene Energie wird einem speziellen Molekül, dem ATP, gespeichert und dieses wandert von den Mitochondrien zu den Myofibrillen. Dort wird es dann weiterverarbeitet. Sehen wir uns so eine Myofibrille nun mal im Detail an. Diese Myofibrillen beinhalten die kontraktilen Filamente Aktin und Myosin. Das Aktin- und Myosin-Filament sind Bestandteile des Sarkomers. Stellt euch das Sarkomer vor als eine Kammer, in der die eigentliche Kontraktion stattfindet. Da die Sarkomere in der jeweiligen Myofibrille aneinandergereiht sind, müssen sich diese voneinander abgrenzen. Dafür verantwortlich sind die Z-Scheiben. Damit sich die Myosinköpfchen an das Aktinfilament festsetzen können, ist Calcium notwendig. Aber woher kommt dieses Calcium? Das sarkoplasmatische Reticulum speichert diese Calciumionen. Diese werden beim Eintreffen eines elektrischen Impulses, dem Aktionspotential, im Sarkoplasma ausgeschüttet. Die Proteine Aktin und Myosin sind hier noch einmal aufgezeigt. Ein neues Protein, welches hier zu sehen ist, ist das Titin. Das Titin ist hochelastisch und verbindet das Myosin-Filament mit den Z-Scheiben. Dadurch wird einer übermäßigen Dehnung des Sarkomers entgegengewirkt. Weitere Aufgaben des Titins sind die Stabilisierung sowie die Rückstellung des Sarkomers nach der Dehnung. Eine der bekanntesten Theorien über Muskelkontraktion geht auf den britischen Biophysiker und Physiologen Andrew Huxley zurück. In einfachen Worten erklärt, besagt diese Theorie, dass sich die Myosinköpfchen im Rahmen einer Muskelkontraktion an das Aktinfilament dranheften und dieses Aktinfilament zu sich ziehen. Die hier abgebildeten M- und Z-Scheiben dienen dabei der mechanischen Querstabilisierung der Aktin- und Myosinfilamente. Auf dieser Abbildung wird der Kontraktionsvorgang nochmal unter die Lupe genommen. Dieser Vorgang ist auch bekannt unter dem Namen Querbrückenzyklus. Der Name rührt von der Funktion der Myosinköpfe als Querbrücken zwischen den Aktin- und Myosinfilamenten her. Das Ineinandergleiten der einzelnen Filamente geschieht beim einzelnen Myosinmolekül am Myosinköpfchen. Das Myosinköpfchen bildet zusammen mit dem Myosinhals und dem Myosinschaft die schwere Kette des Myosins. Dies wird abgekürzt als MHC, Myosin Heavy Chain. Wenn es die schweren Ketten gibt, dann gibt es auch die leichten Ketten des Myosins. Die Funktion der MLCs, Myosin Light Chain, ist die Regulation der Muskelaktivität durch Calciumionen. In Belastungssituationen erweisen sich die Leichtketten allerdings als sehr stabil und scheinen nicht unmittelbar an der Kraftentfaltung beteiligt zu sein. Die Voraussetzung zur Kontraktion bildet immer noch die elektrische Erregung, die über die motorische Endplatte auf die Muskelzellmembran übertragen wird. Die darauf erfolgende Freisetzung von Calciumionen löst die Kontraktion aus. In der Praxis ist allerdings nicht nur die maximale Kraft eines Skelettmuskels von Bedeutung, sondern auch die entsprechende Kontraktionsgeschwindigkeit. Die Kontraktionsgeschwindigkeit kann direkt auf die Myosin Heavy Chains zurückgeführt werden. Je schneller die Myosinköpfchen abknicken, desto schneller wird die Muskelkontraktion ausgelöst. Folgende Tabelle bietet eine Übersicht der Muskelfasertypen. Hierbei unterscheiden wir in den Muskelfasertyp 1, 2a, 2d und 2b. In manch anderer Literatur findet man anstelle der Bezeichnung Typ 1 die Bezeichnung STO, anstelle des Typs 2a die Bezeichnung FTO und anstelle des Typs 2d die Bezeichnung FTG. Was genau es mit dieser Tabelle auf sich hat, erfahrt ihr im zweiten Teil des Tutorials. Also nicht verpassen!